Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Spiritfarer. Wir haben uns jetzt nochmal in die nördlichen Regionen begeben, um hier den Blauflossentunfisch zu angeln. Allerdings sind wir, wie man es an der Musik noch hört, noch nicht dort angekommen. Außerdem habe ich mir in dieser Folge zum Ziel gesetzt, weil es hier nur noch schleppend vorangeht, einmal ein bisschen mehr mich mit Buck zu unterhalten und zu beschäftigen, um rauszufinden, was da los ist, warum es bisher noch nicht so viel Informationen über ihn gibt und über das, was er denkt und fühlt und vor allem, wie es auch mit ihm weitergehen soll. Also nicht falsch verstehen, ich will ihn nicht loswerden, aber wenn man bedenkt, wie lange er schon an Bord ist, alle anderen Mitreisenden hatten irgendwann den Punkt für sich gefunden, wo die Reise weitergeht in eine Richtung, in die wir aktuell nicht folgen können, aber wo es halt für sie persönlich weiterging. Wie eine Art, ja, Weiterentwicklung, wenn man das so sagen möchte. Aber bei Buck scheint die Zeit stillzustehen. Er bleibt an Bord, gibt fast nichts preis über seine Vergangenheit. Und ich, also wie gesagt, ich will ihn nicht loswerden, aber ich würde ihm gerne helfen. Weil jeder an Bord hatte hier in irgendeiner Form Hilfe nötig, sag ich jetzt mal. Oder einfach, brauchte einfach nur eine helfende Hand. Und wir wissen immer noch nicht richtig, warum ist Buck eigentlich hier? Und warum hat er so selten Frühstückshunger? Ein Mysterium folgt dem nächsten. Wir wollen jetzt erstmal den Lachs angeln. Den Thunfisch, Entschuldigung. Ich meine den Thunfisch, nicht den Lachs. Lachs ist auch lecker, aber jetzt geht's um Thunfisch. Sehr gut. Wir haben Blauflossentunfisch. Ich habe das, glaube ich, schon mal geprüft, ne? Es gibt immer nur einen Fisch. Oder? Ah, nee, es gibt keine Musik. Das ist keiner. Oh. Ja, das war keiner. Er ist, ich habe ihn dann kommen lassen. Das war gewollt. Kriegen wir hier? Wir kriegen hier Fleisch. Sehr gut. Nutzen wir die Gelegenheit für einen kleinen Einkauf. Wir haben nämlich kaum noch Fleisch. Hier ist Jackie. Mal gucken, ob wir ihn angesprochen kriegen. Ohne Sachen zu ernten. Das ist nämlich beim letzten Mal ein bisschen schief gegangen. Und geben ihm direkt das Honigfleisch, das wir jetzt gerade da. Den Honigschinken, genau. Hatte ich ihm das schon gegeben? Ups, das war so nicht geplant. Kein Honigfleisch, alles klar. Dann gebratenes Hühnchen. Okay, sehr gut. Er mag also gebratenes. Ich finde, er hat hier schon eine richtig positive Entwicklung an Bord gemacht. Er beleidigt uns gar nicht mehr so doll. Oh, Honig ist fertig. Gar nicht gesehen, das Symbol. Er beleidigt uns nicht mehr so doll. Er fährt uns nicht mehr wirklich über den Mund. Und er lässt uns sogar reden. Er wird mir glattweg sympathisch. Wobei das gefährlich ist. Leute, die mir sympathisch werden, gehen leider sehr schnell von Bord. Wie wir mehr als einmal leider erfahren mussten. Oder wie ich erfahren musste.
Ja, die Schlüssel, ich würde dir ja gerne helfen, aber ich habe keine Schlüssel. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich welche herkriegen soll. Wir haben auch so weitestgehend eigentlich alle Inseln erkundet, alle Schätze, glaube ich, gefunden. Daher wundert es mich, dass es bei Bug irgendwie keine weitere Entwicklung gibt. Gab es hier nicht gerade eine Sprechblase? Ach, da. Was? Ja, natürlich. Nein, nein. Nein, um Gottes Willen. Was? Warum? Warum? Warum ist er denn plötzlich so negativ? Es lief doch gut. Es lief doch gut. Warum? Habe ich die falschen Bücher ausgewählt? Aber Moment mal. Aber das. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Das waren jetzt so viele Punkte, wo ich widersprechen würde. Natürlich kann man sich verändern. Und was ist denn an Vergebung so schlimm? Oder habe ich ihn jetzt falsch verstanden? Das waren alles so viele negative Punkte auf einmal. Ich bin sprachlos. Bin jetzt ehrlich sprachlos. Was ist denn da passiert? Was habe ich falsch gemacht? Brooke, wo bist du? Ich brauche deinen Rat. Okay, erstmal was zu essen. Und dann bitte Ratschläge. Was Altmodisches oder ein seentristerer Gericht? Das muss jetzt leider gerade schnell gehen. Entschuldige, entschuldige. Aber ich wollte mal ganz kurz. Francis haben wir schon lange nicht mehr besucht. Was gibt's denn so für Besorgungen? Ich muss mich ganz kurz ablenken. Ich bin immer noch schockiert. Ja, genau dafür wollte ich den Fisch. Dann gibt's direkt 5 Honig. Aber inzwischen haben wir ja unseren eigenen Honiganbau. Dass wir darauf gar nicht angewiesen sind. Ahornsirup allerdings haben wir nicht. Und wir haben natürlich kein Rotlachs. Doof. Können wir ihn kaufen, den Rotlachs? Nee, können wir nicht. Ah, wie ärgerlich. Es ist so vieles gerade so ärgerlich. Warum? Man kann seine Vergangenheit ändern. Man kann sich ändern. Es ist doch nicht alles schwarz und weiß. Es gibt nicht nur gut und böse. Komm schon, seh das nicht so negativ. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie kann ich ihm das sagen? Wie kann ich ihm das klar machen?
Das wurmt mich. Ich kann ihn doch nicht in so negative Stimmung gehen lassen. Ich meine, er ist gut drauf und alles, aber ihr wisst, was ich meine. Seine Meinung gerade, seine Aussagen gerade, das schockiert mich. Wann und wo an Bord habe ich ihn in diese Richtung gelenkt? Was? Warum? Hallo? Ich hing gerade fest. Ach ja. Muss ja das Event an der Tür auslösen, fällt mir gerade ein. Jetzt bin ich sinnlos nach vorne geflitzt. Aber Gwens Hütte ist ja hier hin. Das ist ein Stufe 3 oder so Nebel. Der müsste relativ weit oben sein. Die große will ich noch. Nein, die große. Nein! Ich wollte die große haben. Läuft doch gar nicht mal so schlecht bisher. Wir haben alle grün bekommen, außer die große. Aber die war nicht grün. Ihr wisst, was ich meine. Alle, die wir brauchen für die Ressourcen, haben wir bekommen. Die anderen bringen ja nur Glimps. Was auch nicht unbedingt schlecht ist. Aber es ging mir jetzt gerade eher um das Gelee. Davon haben wir nämlich auch nicht mehr so viel. Das war ein Ticken zu spät. Na, kommt da noch was? So lange Pause. Hätte ich den doch noch hinterherjagen sollen gerade? Ich dachte, jetzt kommt hier noch eine ganz große Welle, aber anscheinend habe ich mich verschätzt. Na gut. Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da jetzt bei Jackie reagieren soll. Ich meine, ja, er wünscht sich jetzt, dass wir ihn zur Pforte bringen. Aber dann ist Buck ja wieder ganz allein an Bord. Was? Was mache ich nur mit Buck? Ich freue mich ja, dass er so lange an meiner Seite bleiben möchte, aber ich bin hier, um ihm bei den Reisen weiterzuhelfen. Ich darf sie ja nicht festhalten in der Form. Ach je, ach je. Lily, was sagst du dazu? Was soll ich mit den beiden Kandidaten hier anstellen? Kein Kommentar, na gut. Dann haben wir denn noch was zu bauen? Keller haben wir. Zu kleiner. Wollte ich nämlich mal gucken, ob wir alles gebaut haben, was möglich ist. Ja, die Kuckucksuhr ist noch ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht genau, wofür die eigentlich da ist. Also bauen können wir nichts mehr. Ich gucke dann gleich mal noch wegen der Aufwertung. Na gut. Ich mag es jetzt eigentlich überhaupt nicht, so wie Jackie gerade drauf ist.
Aber es gibt ja auch keine Möglichkeit, ihn davon abzubringen. Und ich will ihm jetzt auch nicht irgendeine Meinung aufdrängen. Wenn das seine Erkenntnis ist... Auch wenn sie mich nicht zufriedenstellt, es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge. Das muss ich akzeptieren. So sehr ich auch dagegen anschreien möchte. Ich möchte ihn aufhalten. Ich möchte ihn erst glücklich machen, bevor er zu Pforte geht. Schon wieder von jemandem verabschieden. Was ist er überhaupt? Ja, wir sind da. Aber können wir bitte noch mal reden? Er scheint ja schon ein bisschen besser drauf zu sein, glaube ich, oder? Ärgert mich. Ich will ihn glücklich machen. Fuck, sag doch auch mal was dazu. Fuck, hilf mir. Ah. Das fühlt sich so... so unbefriedigend an. Das klingt ein bisschen traurig. Wäre kein Ort, den ich anstreben würde. Wir sehen uns.
Irgendwie sah er jetzt am Ende doch noch glücklich aus. Auf mich wirkte es jedenfalls so. Oh Gott, nein. Die wollen mich alle schon wieder locken. Ich bin noch nicht so weit. Noch habe ich Buck an meiner Seite. Oh, wir könnten mal wieder Olga besuchen. Schwarzmangel haben wir ja immer. Ich sträube mich noch. Zerrissener Brief, ein was? Das ging alles etwas schnell. Zum Bug noch aufwecken? Wer hat das hier alles verschlafen? Was haben wir da für Briefe bekommen? Ein durchgestrichener Brief, ein zerrissener Brief und ein zerknitterter Brief. Lesen wir gleich. Ich weiß nur, dass hier gleich eine Mitteilung kommt. Ja, da oben ploppt sie schon auf. Buck? Da. Was? Was? Das ist der Grund, warum er die ganze Zeit, warum es nicht weiterging bei ihm? Er war eigentlich unsere Begleitung, unser Beistand? Es ging gar nicht darum, dass ich ihm beistehe. Er war die ganze Zeit an unserer Seite. Das heißt, es geht nicht wirklich voran, weil ich nicht vorangehe? Das ist der Grund, weswegen er noch an Bord bleibt? Weil ich nicht weitergehe. Es liegt an mir. Dann werde ich jetzt hier keine neuen Sachen setzen. Dann ist es tatsächlich soweit. Stella muss jetzt auch durch die Immerpforte. Sonst bleibt Buck immer hier. Und das ist ja auch nicht gut für ihn. Ding ist, eigentlich wollte ich die Folge jetzt beenden. Oh, es geht doch noch weiter. Oh, ja. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Ich habe gerade überlegt, wie mache ich das zeitlich? Ich wollte ja eigentlich jetzt die Folge beenden und da... das wäre sonst Überlänge jetzt geworden, Stellas letzte Reise.
Aber wir können das noch machen. Ja! Dann machen wir jetzt noch ein kleines Abenteuer mit Bug. Wo ist denn Francis überhaupt? Ach Gott, da hinten. Dann machen wir uns da einmal auf den Weg. So, dann hat hier der Keller noch geläutet. Sehr gut, sehr gut. Ein bisschen Käse können wir aber noch vertragen. So. Dann würde ich tatsächlich sagen, machen wir das kleine Abenteuer mit Bug noch in der nächsten Folge. Oh, er hat Hunger. Nee. Achso, er wollte uns nur was geben. Dankeschön. Danke, lieber Bug. Ja, dann machen wir das kleine Abenteuer, den schönen Ausflug mit Bug noch in der nächsten Folge. Einen letzten schönen Ausflug mit unserem Freund. Bevor Stella dann ihre Reise antritt. Damit auch Bug weiterziehen kann, da er nur noch wegen uns hier verweilt. Aber gut, das machen wir wie gesagt in der nächsten Folge. Perfekt, da kommt Regen. Sehr schön deprimierend. Nein, alles gut. Ich hoffe, in der nächsten Folge ist dann besseres Wetter bei Francis. Und wir gucken dann mal, welche Besorgung wir da jetzt noch machen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten und wahrscheinlich letzten Folge von Spiritfarer. Bis dahin. Ciao.